Hallo und herzlich willkommen zurück zu Best of Zuschauer mit Mutality und heute werfen wir einen Blick auf den 113. Ja, heute Doppelfolge 113 von zwei verschiedenen Spielern. Wie immer nehmen wir nur Replays, die ihr eingesandt habt, nicht von irgendwelchen Russen-Servern, sondern eure besten Runden. Morpheus, der Stahlkäfer mit E, lustigerweise, fährt hier den 113 in grüne Gefilde und ich bin sehr gespannt, was er damit anzurichten weiß. Wir haben hier eine 122mm Kanone, das ist eher was für Mediums, 440 Durchschnittsschaden, 249 Durchschnittsdurchschlag, das ist nicht sonderlich viel, aber alle 8,25 Sekunden schießt der. Und 249 Pen ist ein bisschen wenig, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, der IS-7 zum Beispiel hat 250 und auch der kommt nicht überall durch, aber wir sind sehr viel schneller. Guckt euch das an, wie schnell der ist. 49, 50 km/h hier in sehr unwegsamem Gelände. Er ist sehr, sehr klein, ziemlich lang, frontal relativ gut gepanzert und mit dem nächsten Update bekommt er endlich sein HD-Update und dann geht auch mit der Turmpanzerung einiges ab, denn die wird verstärkt. Juhu! Gut, also hier eher in Richtung Medium unterwegs. Guckt euch das an, der ist genauso schnell wie ein E50M. Das ist ein Heavy. Ja, für alle, die ihn nicht kennen, Tier 10er Chinese. So, Morpheus fährt hier den Wald entlang und ihm kommt nichts entgegen. Das ist eher selten. Doch, da haben wir einen T10. Der ist relativ ähnlich und er hat erstmal daneben gesammelt. Das kann passieren aus der Fahrt. Wir sehen hier auch, er hat hier komplettes Equipment drin. Ein großes Reparaturkit, große Erste-Hilfe-Paket und den großen Feuerlöscher. Ich persönlich brauche das meistens nicht. Ich nehme immer nur den großen Feuerlöscher mit. Aber wer das Geld hat, und ich bin gespannt, ob er hier mit dem Plus rausgeht. Oh, da war die Artillerie 279. Schöner Schuss hier in den T10. Er versucht hier, sich Hulldown hinzustellen. Das ist gar nicht so einfach, wenn hinter ihm so ein Typ da die ganze Zeit anschrammt. Und da haben wir jetzt einen T110. Derzeit ja einer der stärksten Tier 10er Heavys. Aber sobald man die Seite sieht, ist vorbei mit ihm. Und genau das passiert gerade. Oh, das war ein Schuss aus den eigenen Reihen, die unser Skoda hier verbrochen hat. Oh Mann. Ja, Morpheus wurde gerade eben gekettet von den eigenen Leuten, aber hat hier ordentlich Schaden machen können. Wir sind bei 1742 Schaden. Das Ganze hier im Wald ist nun vorbei. Wir haben jetzt aber noch einen ganzen Haufen TDs vor uns. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er die ausbuddeln will. Er hat auf jeden Fall nicht gerade die Sichtweite, aber die Geschwindigkeit, um hier, oh, guter Schuss, um hier die Heavys zu unterstützen links. Und rechts die Mediums, je nachdem, wo er gebraucht wird. Er braucht einfach nur hinfahren. Und genau das sehen wir hoffentlich auch noch. Im Moment hält er sich ja hier ein bisschen zurück. Lässt erstmal den Skoda da scouten. Ja, wir können nicht scouten, wir sind heavy. Da kommt nicht so viel bei rum. Aber die Kanone ist schon relativ präzise. Guckt euch das an, wie klein dieser Kreis ist. Der geht beim Fahren auch gar nicht so weit auf. Also hier würde ich auch einen Stabi empfehlen. Bei dem Fahrzeug definitiv eine gute Wahl. Gut, er fährt jetzt hier weg. Unser Morpheus hat keine Lust mehr hier zu warten, bis hier mal irgendwann ein Objekt oder sowas aufgeht. Ja, da ist was, eine Grille 15. Und Einzielzeit scheint relativ hoch mit über 2 Sekunden zu sein. Ja, das kennen wir aus anderen Fahrzeugen anders, zum Beispiel T10E5. Der zielt sehr viel schneller ein. Bounce vom AMX-30. Der ist abgeprallt. Blindschuss auf den T49. Keine Ahnung, ob wir getroffen haben. Werden wir später rausfinden. Weiter geht's. Da haben wir den AMX. Der ist ja eben an uns gebounced. Schöner Schuss. 2548 Schaden. Und den ersten Kill. Sehr gut. Ja, jetzt heißt es erstmal hier die Flanke wechseln. Im Moment sind wir hier relativ sicher. Denn die ganzen TDs werden natürlich irgendwo auf der 1-2-3-4er Linie rumstehen. Oh, wir sind offen. Vorsicht, war der Spick? Oder? War es der Spick? Und die können natürlich wunderschön hier reinhalten, sobald wir auch nur ansatzweise ein bisschen mehr zeigen als unseren Turm. Deshalb macht Morpheus hier das einzig Richtige. Er wechselt die Flanke. Oder denke ich mal, dass er die Flanke wechselt. Er fährt auf jeden Fall weg von der Feuerlinie. Da vorne an der Front. Ja, der Panzer hier hat definitiv die Mobilität, dies zu tun. Und den sollte man auch sehr, sehr mobil spielen. Wenn es irgendwo nicht klappt, mein Gott, fährt man halt woanders hin, versucht es da. Oder unterstützt eben bei Angriffen schnell die andere Flanke. Das geht mit denen hier wirklich richtig, richtig gut. Gerade der IS-7 oder der IS-4, die hätten ein paar Problemchen. IS-7 muss ja erstmal eine Weile auf Touren kommen, bis er richtig schnell wird. Und der IS-4 wird niemals schnell. Ja, mit dem hier kann man es aber machen. Gefällt mir richtig gut. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe den noch nicht in meiner Garage. Ich bin noch beim 8er, beziehungsweise beim 9er. Ich habe keine Kohle, um mir den zu kaufen. Und jetzt
sehen wir da vorne ein IS-3 und ein T-32 plus 1041. Oh doch, den scheinen wir getroffen zu haben, denn da war nicht mehr viel dran. Oh, das war jemand anderes. Und da, schöne IS-3-Seitenflatsche. Ja, sehr schön, 437. Man sieht, die Schadenszahl ist nicht sonderlich hoch, aber wir können es ja gleich nochmal versuchen. Das ist großartig. Also, sehr kurze Reload hier. Und, da war schon wieder die Artillerie. Hat uns die Kanone kaputt gemacht. Sofort repariert. Inklusive Ketten durch das große Repair-Kit. Ich habe keine Ahnung, wie hier die Module aussehen, ob die hier ständig kaputt gehen. Das werden wir wohl noch sehen, denn die Arti scheint nacheinander uns gefressen zu haben. Bin sehr gespannt, ob er hier... Wow, das war ein guter Schuss. Ihr habt gesehen, er hat nicht eingezielt. Er hat einfach so abgedrückt. Sehr gut. Und da haben wir Grille 15, T32 voraus, erste T32. Oh, der T32 Bounce, das ist selten. Aber auch der hat ja nur 198 Pen. Relativ schwierig, unsere Unterwanne da aus der Fahrt zu treffen. Denn frontal kommt er sonst nirgendwo durch. Ja, man kann mit dem hier sehr schön sidescrapen, denn der Panzer ist wie geschaffen dafür. Aber das werden wir vielleicht noch sehen. Und jetzt haben wir hier eine Grille 15 rechts, T32 geradezu und ein T28 Brot. Aber wir haben auch noch 1640 Hitpoints. Also ich für meinen Teil würde jetzt hier ruhig ein bisschen aggressiver vorgehen. Aber zuallererst mal hat er sich die Grille geholt. Sehr schön hier gewartet. Hätte nicht gedacht, dass die Grille nochmal rauskommt. Und da haben wir den T32. Ja, da ist nicht mehr viel dran. Holt er sich auch noch den Kill. Dritter Kill. 4697 Schaden. Und jetzt haben wir nur noch ein paar TDs vor uns und ein paar Artis. Und mal sehen, ob unser Team jetzt fähig ist, hier zu helfen. Bisher gefällt mir das Gefecht relativ gut. Er hat auf jeden Fall geguckt, wo kann ich mich am besten mit einbringen. Und das sollte man öfters machen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Teamplay ist bisher nicht so viel zu sehen, aber das liegt auch am Team. Da ist auch nicht viel im Kommen. Also, da kein Vorwurf. Gut, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier irgendwas sehen. Ja, wir sehen hier den Morpheus, wie er sich ganz, ganz langsam vorschleicht. Immer mal wieder guckt, ob er irgendwas sieht. Er geht hier sehr vorsichtig vor. Und jetzt ist er offen. Ihr seht es oben, die Lampe ist aktiv. Also muss ein Objekt oder irgendwas ähnliches hier in unserer Nähe sein. Ja, da ist er, 704, ganz vorne, alter Schwede, den hat er übersehen. Okay, ich sag ja, wir sind nicht wirklich gut im Scouten. Da haben wir jetzt aber eine kleine Su. Schöner Schuss hier durch die Kette, macht auch noch Schaden, lässt sie sich drehen. Oh ja, lass uns tanzen. Und die nächste Granate direkt in die Front, sehr schön. Nicht mehr viel übrig von der Su, aber jetzt Vorsicht, Artillerie. Ja, er hat jetzt ein bisschen Schiss vor der Arti, man merkt's richtig. Wie immer mal guckt, ob er wirklich Artis steht hier hinter dem Turm. Ob er hier eventuell getroffen werden kann. Und jetzt kommt das Objekt 704. Schöner Schuss, aber leider nicht durchgegangen. Da pralle ich auch öfters ab. War der Winkel zu blöd. Und jetzt holt er sich die Su. Oh, da war die Artillerie. Wir haben sie gehört. Oh, der Snapshot ging daneben. Jetzt vielleicht mal außenrum. Nein, er versucht es weiter hier. Er bleibt hier. Jetzt, wo die Artillerie hier wirklich weiß, dass er da ist. Und ja, darauf habe ich nur gewartet. 403 Schaden von der M53. Die hat ja wirklich, ja, ein Fable für uns. Die schießt ja nun schon das dritte Mal auf uns. Und da haben wir eine Grille 15. Die Dinger sind so gefährlich. Und wieder nicht selber gezielt, sondern einfach Rechtsklick drauf und fertig. Kann man machen mit dem. Vor allem bei stationären Zielen. Oh, schade, da hat er die Artillerie, wollte ich sagen, ja, verpasst. Aber nee, nichts ist. Blindschuss und raus ist unser Fan. Die M53, die uns dreimal getroffen hat, ist raus. Jetzt der Su in den Rücken, die interessiert sich gar nicht für uns. Da ist sie auch raus. Sehr schöner Schuss hier. Fünfter Kill für unseren Morpheus. 6331 Schaden. Alter Schwede. Ja, kann man nicht meckern. Und 602 Schaden durch das Objekt 61. HE-Granate. Oh Mann, unser Amorek ist raus. Er hat es blind versucht. So ziemlich daher, wo der Schuss kam. Da ist die Arti Nummer 2 raus und... Mal gucken, ob wir uns rächen können. 5 Sekunden Reload noch. Wir wissen ungefähr, dass sie dort hinten steht. Und mal sehen, ob wir uns rächen können. Wenn nicht, wird es der E50M tun. Oder die Artillerie. Da ist er. Rechtsklick drauf und gib ihm. Ja. Sehr schöne Runde. Victory. Unser Morpheus, der Stahlkäfer, hat es geschafft. Aus dem Clan Ossi war das, glaube ich. Ossis. Ja. First Class nur. Alter Schwede, was fahren da draußen für Verrückte rum? Wir haben Confederate und High Caliber, also ganz ordentlich. Wir haben übrigens den T49 tatsächlich getroffen. Alter Schwede, das war ein Blindschuss. Und sind damit auf 8083 Schaden. 8083 Schaden in einem Heavy. Alter Schwede. Ja gut,
ist nicht wirklich ein Heavy, ist eher so ein Medium-Heavy-Mischmasch, was die Chinesen da fabriziert haben. Sehr schöner Panzer, wurde auch oft in den letzten ESL-Turnieren eingesetzt. Und das Ganze hier mit 5 Kills garniert, sehr schön. Wem hat er den Tag versaut? Der Grille 15, sehr schön. So, 25 Schüsse abgegeben, 20 getroffen und das resultiert in 8000 Schaden. Und ganz interessant, wir haben einen einzigen Schuss abgekriegt, den wir auch gebounced haben, 390 Schaden. Da werden wir gleich etwas anderes sehen, bin ich mal gespannt. Und ja, wir haben hier insgesamt nur mit unseren HP getankt, wir sind hier mit unserer Mobilität unterwegs gewesen und das Ganze resultiert mit Premium in 32.000 Credits, die er mit nach Hause nehmen kann. Ja, das große Rap-Kit war hier einiges wert, sonst wäre ihm wahrscheinlich hier noch einiges anderes an Modulen rausgeflogen. Und gefällt mir sehr gut, dass du hier nicht mit Gold schießen musstest, denn ja, Heat fliegt mir mit den 113ern öfters mal um die Ohren. Aber gut, da sitze ich meistens auch in einem Gretchen. Das war dann erstmal die erste Runde von Morpheus, der Stahlkäfer. Und ganz kurz nochmal zum Schluss, falls ihr jetzt wieder wegen irgendwelcher Mods rummeckert, ja, das liegt größtenteils auch an Replays oder an meinen Mods oder sonstiges, lasst die Hexenjagd bitte, bitte, bitte in der Tasche stecken. Ja, das habe ich in letzter Zeit öfters gehört und irgendjemand schreit immer Aimbot. Nein, das ist der normale Rechtsklick, also ja, lebt damit. Gut, wir springen zum nächsten Replay. Weiter geht's mit dem 113er in einer, na ich sag mal, Stadtkarte hier auf Pilsen mit unserem Kommandanten Rapper 93 aus dem Clan Soma. Ihr seht schon, die Tarnung Pixeltarn, das ist eine Clan-Wort-Tarnung. Und bin sehr gespannt, wie er sich hier mit dem 113er anstellt. Der 113er wird tatsächlich im Clan Wars des Öfteren benutzt. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier zu sehen kriegen. So. Ah, hier sehen wir es mal. Sidescraping, sehr schön. Oh, das wird kein einfacher Schuss. Gut, ich erkläre euch kurz, was er hier macht. Und zwar, der liebe Rapper zeigt wirklich nur seine angewinkelte Seite. Und da haben wir es gesehen, der Schuss von dem 50E1 prallt einfach ab, weil er halt einfach keinerlei ordentliche Sicht hier auf einen geraden Winkel hat. Und hier, unser Rapper konnte dem Schuss vom T54E1 einfach mal einen eigenen entgegensetzen. Sehr schön. Der zweite, beziehungsweise der dritte Schuss ging dann auch mal daneben. Ja, wir sind eigentlich relativ präzise, zumindest für den Chinesen. Und wieder Gold ist abgeprallt, das zweite Mal. Steht hier wirklich sehr, sehr gut, unser Rapper. Mal gucken, ob wir einen weiteren Schuss... Oh, da haben wir einen T-62. Oh, das ist schön. Die haben keinerlei Panzerung. Da kommt man einfach so durch. Und da braucht man nicht mal irgendwie Heatlern oder so ein Blödsinn. Sondern einfach mit AP durchgesnackt durch den T-62. Aber gut, jetzt haben wir den Turm getroffen. Das passiert. So präziser ist er aus der Fahrt, beziehungsweise aus dem Snap-Bereich dann doch nicht. Wir haben ja gerade unseren Turm bewegt. Da war er noch nicht ganz eingezielt. Aber hier, schöner Schuss auf den T-54E1. Direkt in die Seite. Und ja... Wir sind bei 1330 Schaden, haben uns jetzt hier mit zwei Panzern angelegt, einem 9er, einem 10er und unser Rapper fährt jetzt hier durch die mittlere Halle, hat vor sich einen T-62, rechts kann ihm nichts, aber auch gar nichts, irgendetwas in die Flanke fallen und im Moment hat er hier alles unter Kontrolle. Bin sehr gespannt, was er hier noch macht, was wir hier sehen werden. Hier vorne haben wir jetzt die T-62, einfach hier durchfahren und zack! Hi! Oh, schön angewinkelt! Habt ihr gesehen, er hat die Ecke hier direkt zum T-62 gedreht und fängt jetzt an wieder mit Sidescraping. Gefällt mir richtig, richtig gut. Er bewegt seinen Panzer hier, als ob er hier wohnen würde. Großartig. Und die Grille hat keinen wirklichen Schusswinkel auf ihn. Oh, das ist gut. Jetzt fährt er auch rückwärts raus, kann ihm hier einen Snapshot geben und die Grille prallt ab. Mit Heat. Ja, Heat ist halt blöd, ne? Und ja, weiter auf der Grille bleiben. Die Grille muss raus. Oh, Low Roll, schade. Ja, wir haben nur 440 Durchschnittsschaden, da kommt nicht so viel bei rum, dann passiert sowas mal. Da bleibt dann auch mal was stehen, aber gut, das wird nichts. Oh doch, alter Schwede, Glück gehabt. Erster Kill. Jetzt kommt aber hier von links der Centurion, das ist das Problem bei Sidescraping, man zeigt halt die Seite. Und wenn einer von der Flanke kommt, ist dann vorbei, dann hat man hier eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition. Aber war halt nur ein Centurion, die pieksen ja nur. Und zack, kriegt er die Retourkutsche. Gefällt mir. So, jetzt versucht er sich hier anzuwinkeln gegen mehrere Fahrzeuge gleichzeitig. Interessant, jetzt kommt er wieder raus. Grille schießt daneben. Grille ist erstmal wieder beschäftigt mit einem weiteren, ja, großen Loch im Turm. Und da haben wir einen T-62.
Der kommt hier wirklich rangeschlichen. Ja, gegen den T34 konnte er sich jetzt nicht mehr anwinkeln. Aber gegen den T62 versucht das und auch wieder nicht. Schade. Ja, hier hat er jetzt einen Fehler gemacht. Da hat er sich jetzt viel zu weit rausgewagt. Und so konnten beide einfach mal so durch uns durchflacken. Aber ja, genau das passiert mir immer, wenn ich auf den T34 schieße, der so steht. Aber jetzt prallt er wieder ab. Jetzt steht er wieder richtig und jetzt können wir uns den T62 holen. Sehr schön. T62 hat uns die Kette gezogen, mehr aber auch nicht angerichtet. Und wir haben noch 1324 Hitpoints und schon 4106 Schaden. Also bis auf diesen einen kleinen Fauxpas hier, gerade eben, dass du hier ein bisschen rausgefahren bist, aber da wolltest du halt angreifen, aber es ging halt nicht. Hat mir bisher richtig gut gefallen. Stehst wirklich immer sehr, sehr gut. Gefällt mir. So, jetzt wurde er wieder vom T54 beschossen. Hat er gar nicht gemerkt. Schießt jetzt auf die Grille. Sehr schön. Diese Grillen, ne? Die nerven. Da ruhig auch mal HE laden. Gut, bei der Grille kann es daneben gehen. Einfach mal testen. Aber in so einer Situation will man das vielleicht gar nicht. Sondern sich lieber darauf verlassen. Oh, wir haben nur noch 2 AP-Schuss. Das ist jetzt nicht gut. Noch 2 Schuss und dann müssen wir mit HE oder Gold schießen. Ja, 14 Goldgranaten, das ist CW-Setup. Braucht man nicht unbedingt. Heat ist Mist. Heat bleibt in Ketten hängen. Oh, 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 oh. Grille schneller als wir glaubten. Und schon konnten wir nicht mehr mit dem Turm hinterher. Grille gibt uns hier einen ordentlichen Hit. 732 ins Gesicht. Und nun stehen wir hier im Facehug. Aber die Grille lädt natürlich mindestens 13 Sekunden nach. Das ist gar nichts gegen unsere 8,25 Sekunden. Und jetzt heißt es hier, dem Team helfen. Oh, schade. Dem TVP können wir nicht mehr helfen. Da waren wir zu spät. Jetzt haben wir hier einen Ehrenhundert vor uns. Einem T54 E1. Und was noch? Ich muss das hier auch mal umstellen. Wieso schaltet sich das eigentlich mal um? Egal. Wir haben die Grille 15, E4 und T92 noch. Und da haben wir den T54 ein. Der verfolgt uns ja schon die ganze Zeit, beschießt uns immer mal wieder. Aber jetzt haben wir ihn endlich weg. Jetzt haben wir nur noch eine Grille 15, Ehren-100 und IS-5. Und jetzt bin ich gespannt, was unser Rapper hier macht. So. IS-5, ja, das wird nichts. Haben die Kanone vom T110-5 getroffen. Der steht hier wirklich saublöd. Ja, so fährt man aber auch nicht um Ecken. Ihr seht, wo das Wrack steht. Das macht man mit einem T110-5 nicht. Kein Wunder, dass der tot ist. Aber gut. Wir haben jetzt ein IS-5 hier links, eine Grille links und einen Ehren-100 voraus. Ja, wir sehen, unser Rapper hat Schiss vor dem Ehren-100. Der könnte uns nämlich mit einem Schuss aus dem Leben pusten. Aber gut. Und der IS-5 ist noch fast voll. Die Grille fast weg. Gut, hoffentlich schafft unser Team die Grille. Dann brauchen wir uns darum nicht mehr kümmern. Das klang nicht so, aber doch, Grille 15 ist weg. Sehr schön. Und jetzt hinter dem Wrack hier verstecken. Von dem eigenen TVP, der ja vorhin geplatzt ist, den wir nicht mehr retten konnten. Macht er hier sehr gut, unser Rapper. Versucht nun keine Möglichkeit eines Schusses hier anzubieten für den IS-5. Na, ja, die Unterwanne ist sehr weich. Vorsicht. Die Unterwanne darf man nicht zeigen. Und jetzt wird es schwer. Oben durch, hat geklappt. Der IS-5 mit Gold ist gebaut. Da kommt der Ehren-100, hat geschossen. Gut, keine Panik. Der Ehren-100 kann uns erstmal nichts. Und jetzt wieder von Wrack zu Wrack. Sehr schöner Schuss hier in die Seite. Und wir können uns wieder hinter dem nächsten eigenen Fahrzeug verstecken, dem Indienpanzer. Sehr schön. Dynamische Deckung hier. Und da ist der IS-5 raus vom Ehren-100 zerstört, vom eigenen. Sehr gut. Und da haben wir jetzt nur noch den Ehren-100. 6413 Schaden. Hat mir hier richtig gut gefallen bisher. Und kriegen wir einen Schuss drauf? Nein! Die T92 macht's. Sehr schönes Spiel. Victory! Unser Rapper 93 hat hier den Ace Tagger geschafft. Ja, hat ein bisschen mehr XP gemacht. Ein bisschen mehr, ungefähr 100, als das davorige Replay mit Stahlwand und High Caliber. Ja, sah ganz ordentlich aus. Wir haben hier 6413 Schaden und wir haben mal wieder einer Grille 15 das Spiel vermisst. Sehr gut. Das gefällt mir. Ich mag die Dinger nicht. Gut, wir haben 23 Schüsse abgegeben, 16 davon haben getroffen. Ihr seht, die Kanone ist nicht ganz so geil, wenn man denn auf sich bewegende Ziele oder auf sehr, sehr angewinkelte Ziele schießt. Denn wir haben nur 249 Pen. Wir können damit nicht alles machen. Ja, da gibt es andere da draußen, die haben weit mehr Möglichkeiten. T110-5 zum Beispiel, IS-4. Aber insgesamt ist es eine sehr, sehr angenehme Kanone und man muss sie nicht unbedingt mit Heat vollpumpen. Ne? 5 Schuss, 6 Schuss reichen eigentlich für alle möglichen Eventualitäten. Ansonsten reicht vollkommen hier AP. Man kann mit der auch ein bisschen mit HE arbeiten, allerdings nicht so gut wie beim IS-7. Gut, wir haben 98.000 Credits gekriegt. 40 davon können wir mit nach Hause nehmen. Und das hier ist ganz interessant. Wir haben 4.000 Schaden geblockt. Na, 4.000 Schaden sind an unserer Panzerung einfach verpufft. Einfach nur durch die perfekte
Stellung der Wanne. Ja, dieses Sidescraping hier hat mir hier richtig, richtig gut gesehen, hat mir richtig gut gefallen. Also vielen, vielen, vielen Dank fürs Einsenden an unsere beiden 113 Piloten. Und ja, falls ihr da draußen auch tolle Replays habt, jetzt bitte nicht vom 113er, sondern von irgendwelchen anderen Fahrzeugen, die wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel gibt es da ja noch so eine ganze Medium-Reihe der Russen, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die mit dem Turm hinten am Heck. Ne? Die, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ihr werdet schon wissen, was ich meine. Da zum Beispiel gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Ansonsten, ja, schickt einfach was ein, freue mich da sehr drauf und bis zum nächsten Mal. Wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis bald, Almu. Tschüss.